liebe Freunde der Filmfotografie und heute mal wieder herzlich willkommen zu einem kleinen Kamerawerkstatt-Video. Unser Patient heute steht hier schon neben mir auf dem Tisch. Das ist dieses wunderschöne Leitz Elmar. Und dieses Objektiv war schon bei einem Leica-Spezialisten. Da ist nämlich relativ viel Nebel innen drin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, und der hat gesagt, da ist alle Hoffnung verloren. Und da kann man nichts mehr machen. Und deswegen hat das Objektiv den Weg in meine Hände gefunden. Von jemandem, der gesagt hat, Steffen, du bist der Einzige, der mir einfällt, der da dem Objektiv noch eine Chance geben könnte. Ja, und ob die Chance gerechtfertigt ist und ob wir hier was machen können, das gucken wir uns jetzt an. Und ich würde sagen, wir legen mal gleich los. So, dann wollen wir uns dem guten Stück mal widmen. Ich hoffe, dass ich in dem Fall mich nur um das Frontelement kümmern muss und dass die anderen Elemente okay sind. Gerade hier, ich glaube, mir fehlt ein, den muss ich mal suchen gehen. Ja. Ich glaube, mir fehlt ein, wie heißt das hier? Nupsi. Wo immer der hingegangen sein mag. Da haben wir aber Glück gehabt. Tja, dann kommt der Retaining Ring ab und da scheinen elbische Schriftzeichen drauf zu sein auf der Rückseite. Und jetzt haben wir als nächstes hier diese Halterung, die Linsenhalterung. Dann halte ich mir hier schon mal einen Ständer vor für die Linse. Es ist bei dem Spannschlüssel immer gut, wenn man von außen sich dem tatsächlichen Durchmesser nähert. Wenn man den dann ein bisschen angelöst hat, dann kann man mit anderen Werkzeugen da wesentlich feinfühliger zu Werke gehen. Man will ja schließlich nicht auf der Linse landen. Eine ganz blöde Idee. So, darunter ist jetzt noch ein kleiner Plastikring. Das weiß ich, weil ich mir ein anderes Video angeschaut habe zu diesem Objektiv. Und da ist es ganz hilfreich, wenn man einen Linsensauger hat. Da kann man raus, du Feigling. Der sitzt fest.
Aha. Das ist interessant. Da ist richtig Zucht drauf. Tja, dann halt so rum. Nickerser. Das wird nicht rauskommen. Irgendwas blockiert da. Der Kunststoffring scheint sich auf ominöse Art und Weise im Gewinde zu verhaken. Das ist unfreundlich. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Sowas habe ich in der Tat auch noch nicht erlebt. Und da ist eindeutig Luft zwischen dem Ring . Der ist auch flexibel. Aber er will nicht raus. Das hat doch die Welt noch nicht gesehen. So, ich habe es jetzt nach einigen Minuten her geschafft, diesen Kunststoffring hier rauszukriegen. Und jetzt hoffe ich, dass ich dann im Nachgang auch die Linse rauskriege. Die scheint aber auch verkantet zu sein. Da haben wir sie. Alter Schwede, war das eine schwere Geburt. Ist ja wohl nicht wahr. Ja, und hier sehen wir eindeutig den Belag, den Nebel drauf. Na, wollen wir mal gucken, was wir dazu machen können. So, jetzt machen wir ganz schnell die Blende zu, weil der Rest der Optik sieht nämlich eigentlich gut aus. Ist das ein Irrsinn. So, und dann hoffe ich, dass das kein Pilz ist. Ich werde da jetzt erstmal eine normale Reinigung vornehmen.
Und erst wenn das zu keinem Erfolg führt, muss man dann eventuell schwerere Geschütze auffahren. So. Man sieht übrigens hier, dass der Ring eingerissen war und sich deswegen in dem Gewinde verkantet hat. Nicht schön. Nicht wirklich schön. Aber kommt vor. Es wird besser, aber es ist noch nicht wirklich gut. Also ich vermute, dass ich da eine Entpilzung machen muss. Das wird wohl nicht ausbleiben. Ich habe nur noch sehr leicht nebulöse Kreise da drauf. Es ist besser geworden, aber ja, ich denke, wir werden eine kleine Entpilzung machen. Bevor ich das mache, sollten wir erstmal für gute Durchlüftung sorgen. Ich stelle das dann sowieso raus an die frische Luft, weil das nicht so richtig erfroren ist von den Dämpfen. Aber gut. Ja, hier sitzt das Ganze also an der frischen Luft. Ich lasse das so 10 Minuten, Viertelstunde vor sich hinarbeiten. Und bevor ihr fragt, was ich denn hier für Flüssigkeiten verwendet habe, da die tatsächlich nicht so ganz ohne sind, also durchaus gesundheitsschädlich und eigentlich nicht in den unbedarften Haushalt gehören, werde ich das nicht hier im Video öffentlich machen.
Man findet die Informationen aber im Netz, also wer danach sucht, dann bleibt das kein Geheimnis. Nichtsdestotrotz ist der Umgang damit halt doch so ein bisschen abseits von dem, was so für Isopropanol oder Reinigungsmittel der üblichen haushaltsüblichen Art gilt. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn das Ding abgewaschen ist. So, das Ganze ist jetzt ordentlich abgewaschen und nochmal mit destilliertem Wasser gespült. Und jetzt gehen wir daran, das Ganze nochmal final zu reinigen. Und dann werden wir sehen, ob das ganze Manöver einen Erfolg gebracht hat. Wovon ich allerdings ausgehen würde. So, dann kriegt das jetzt mal wieder ein weiches Bettchen. So. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Einmal die Rückseite. Und einmal die Vorderseite. Ich muss sagen, dass der Nebel zwar schwächer geworden ist, aber immer noch drauf ist. Das ist relativ unerfreulich. Ich kann aber keine Oberflächenbeschädigung feststellen, erkennen. Das ist wirklich sehr, sehr kurios. Das ist wirklich sehr kurios.
Also wenn die Vergütung angegriffen wäre, dann müsste man das normalerweise in der Beschaffenheit der Oberfläche erkennen können. Der Glanzverlauf auf der Oberfläche ist aber in allen Punkten völlig einheitlich. Also das verwirrt mich tatsächlich. Das scheint, als wäre das ein Schaden im Glas. Und das kann ich mir am besten wieder nicht vorstellen, weil das müsste eigentlich bei der Produktion sehr, sehr schnell auffallen. Und zumal es wirklich besser geworden ist, also es tut sich was. Ich glaube, ich werde noch ein zweites Bad, diesmal mal für eine halbe Stunde anfügen. Wir sehen uns später nochmal. So, eine weitere Runde Wurmkur hat die Linse jetzt hinter sich. Werden wir gleich sehen, wenn wir sie mal ein bisschen sauber gemacht haben. Dann gucken wir uns das mal an. Tja. Also es ist signifikant besser, aber es scheint tatsächlich die Vergütung schon angegriffen zu sein. Und von so her werden wir 100% Leistungsfähigkeit dieser Optik wohl eher nicht mehr hergestellt bekommen. Wiewohl ich sagen würde, also auf 95% würden wir wohl wieder kommen. Machen wir also noch eine letzte Reinigungsrunde. Ich muss mir dringend meine scharfe Schere beschaffen. Das macht ja hier keinen wirklichen Spaß. Aber das Zeug ist so blöd zu schneiden. Aber die sind so teuer, diese Pads, dass ich da einfach zu geizig bin, bei so kleinen Linsen immer ein ganzes Pad zu verwenden. Naja, die gibt es auch leider nicht in anderen Größen. Was willst du machen? Ah. So.
Reinigung finalmente. Und da sollte es dann auch gewesen sein. Tja, ein leichter Nebel ist immer noch da. Gucken, wie sich das nachher im eingebauten Zug hält. So, jetzt machen wir eben das Objektiv noch sauber. Damit uns hier nicht gleich wieder das Gewinde ärgert. Was weiß ich, was da reingerutscht ist. Besser einmal kurz feucht durchwischen. Und nochmal durchpusten. Und dann sollten wir unsere Linse wieder montieren können. Ja, so sollte sie eigentlich auch rausgehen, wie sie jetzt reingegangen ist. Mei. Ja, du hast mich Nerven gekostet. Ist ja nicht immer. Mal gucken, dass wir diesen wunderbaren Ring hier wieder reinkriegen. Das ist ein lästiges Gerät hier. Das kann man nicht anders sagen. Wahrscheinlich ist der rein genauso blöd wie raus. Da sitzt er, wie er sitzen sollte. Das ist doch schon mal erfreulich. Das heißt, wir wären jetzt in der Lage, das Retainer-Ringchen zu montieren. Aber auch das kriegt vorher mal eine Verwischung. Wer weiß, was sich in den 60, 70 Jahren da im Gewinde angesammelt hat, was man nicht im Gewinde haben möchte. Es reicht ja ein kleines Sandkörnchen. Und schon ist die ganze Geschichte nicht mehr geschmeidig. So. Rein mit dir. Das ist manchmal ein bisschen tricky, den Anfang zu finden. Da hilft nur
Geduld. Noch mehr Geduld. Noch mehr Geduld. Ja. Aber letztendlich wissen auch die Dinger, dass es am Ende keine Chance gibt, sie dauerhaft zu widersetzen, und fügen sich dann meist in ihr angestammtes Schicksal. So, überdrehen wir das nicht. Kaschieren ein wenig unsere Schraubspuren auf dem Messing. Sehr schön. Ja, dann wird es eigentlich schon wieder Zeit zur Endmontage. Na, sieht schon besser aus. Es ist nicht perfekt, aber es ist signifikant besser als ursprünglich gedacht. Ja. Ach, es ist schön, wenn man die Sachen dann mal in der Hand hat, kann man sie auch noch richtig sauber machen. Und dann ist doch alles fein. So, jetzt muss das hier nur noch wieder fassen. Das ist sowieso faszinierend, dass der Ring, der hier eigentlich nur die Nameplate hält, 10-mal so groß ist wie der Ring, der die Linsengruppe selber hält. So, da reicht dann wohl auch vernünftig handfest anziehen. Mehr muss da gar nicht passieren. So, noch einmal Augenwischerei. Dann wischen wir noch mal eben durch die hintere Subgruppe durch. Dann ist dem auch Genüge getan. Falls wir da mit den Patschhähnchen drauf gekommen sind, ist das auch wieder gut. Ja. Na, das sieht doch alles sehr fein aus. Zup, zup, zup. Das ist manchmal halt so. Man
wird nicht immer, gerade bei so alten Objektiven, man wird nicht immer auf 100% zurückkommen. Dafür sind die Dinge dann doch manchmal etwas zu... ich finde es eigentlich schön, dass da so ein leichtes Brassing ist, aber... Wahrscheinlich original, ne? Wahrscheinlich original. So. Ich denke aber, das ist das Maximum, was man erreichen kann, ohne dass man die Optik neu schleifen würde. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt in der Kamera sieht. Aber man konnte vorher den Nebel definitiv erkennen. Ich sehe ihn jetzt zumindest nur, wenn ich sehr, 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 sehr genau hingucke. Und von so her würde ich sagen, das war dann durchaus ein, wenn auch nicht voller, aber durchaus ein Erfolg. Und ja. Dieses wunderbare Elmar kann dann definitiv wieder benutzt werden. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst wieder. So, eine Kleinigkeit noch, bevor ich wirklich raus bin für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann nehmt euch die 2 Sekunden Zeit und drückt da unten mal eben auf diesen Abonnieren-Button und am besten auf die Klingel daneben. Dann nämlich werdet ihr informiert, immer wenn es hier neue Videos gibt, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was hier auf dem Kanal so passiert. Naja, und interessante Inhalte gibt es dann dazu. Wenn ihr Lust habt, mal was im wirklichen Leben zu unternehmen, dann geht mal rüber auf meine Webseite pixelandgrain.de. Da findet ihr Informationen über meine Workshops. Die gibt es in der Dunkelkammer in Jever und immer mal wieder quer durch die Republik in ganz, ganz verschiedenen großen Städten. Und dann freue ich mich darauf, euch vielleicht mal ganz real in der Wirklichkeit begrüßen zu können. Ja, das war's für den Moment. Ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Tschüss.